Also der Ausflug, der war ja richtig toll, aber so langsam sollten wir auch mal wieder an den Heimweg denken, oder? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Gottfried. Und unterwegs erzähle ich euch eine tolle Geschichte. Oh ja, und welche? Die vom Hexeninternat. Super, die kenne ich noch gar nicht. Walpurgia, das war doch heute ein richtig schöner Tag, nicht wahr? Oh ja. Und besonders hat es mich gefreut, dass wir so viele Fliegenpilze sammeln konnten. Da können wir bestimmt einen schönen großen Kuchen draus backen. Oh ja, ganz sicher. Ja, also Rabia, mit dir macht das immer noch am meisten Spaß. Mit dir auch. Du aber sag mal, wann wolltest du heute eigentlich zu Hause sein? Das hatte ich total vergessen. Um 2, wieso? Ja, ich glaube, es ist später. Was? Moment. Oh Gott. Also die Sonne, die steht auf. Oha, 2:30. Ja, aber was machst du denn jetzt für eine Aufregung? Ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Der Dragon, der wartet doch zu Hause auf mich und will sein Mittagessen haben. Wie? Hast du geheiratet? Nee, schlimmer. Ich hab mir einen Hausdrachen angeeignet. Was? Einen Hausdrachen? Mensch, Walpurgia, ich hab dir doch gesagt, hol dir lieber eine Katze. Die sind nicht so umständlich. Ja, du weißt doch, Rabia, ich hab's mehr mit den exotischen Tieren. Naja, musst du ja wissen. Also ich bleib lieber bei meinen 4 Katzen. Naja, ich meine, ob jetzt ein Drache oder 4 Katzen, ich glaube, das tut sich gleich. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, ich hatte noch nie einen Drachen. Du aber, morgen hast du doch wieder Zeit für mich, oder? Dann können wir ja den Fliegenpilzkuchen backen. Ja, bestimmt. Ja, Ach, was sagst du eigentlich zu meinem neuen Parfüm? Das ist ein Rabenparfüm. Ja, das habe ich schon gerochen. Mensch, ich habe gedacht, du hättest ein paar tote Vögel in der Tasche. Also, nichts gegen dich, liebe Rabia, aber. Was? Gefällt dir das Parfüm nicht? Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde, es stinkt. Tut mir leid. Naja. Aber danke für deine ehrliche Meinung. Weißt du, es ist aus Rabenfedern gemacht. Was ganz, was Besonderes. Naja, also das Besondere ist, riecht man. So, jetzt muss ich aber los. Ja, dann guten Heimweg. Nee, nicht Heimweg. Ich fliege nach Hause. Was? Auch noch fliegen? Ach Gott, du bist doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr geflogen. Ja, aber sonst wird's doch noch später. Tschüss. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht. Das war ja mal wieder klar wie Kloßbrühe, nicht? Schau mal auf die Uhr. Das ist ja schon mehr als genug nach der Zeit. Und wo ist Walpurgia? Immer noch bei ihrer Freundin. Und wen hat sie vergessen? Mich, ihren liebsten Hausdrachen Dragon. Obwohl, ich bin auch ihr einziger Drache. Ja, ich meine, um Hausdrachen braucht man sich ja nicht kümmern, ne? Ja, die kann was von mir zu hören bekommen, wenn die nach Hause kommt. Die kann mir mal ordentlich an die Schuhe lecken, kann die mich. Obwohl, ich hab ja keine Schuhe an. Ach, Mist, beim Klabautermann.
Aber hoffentlich kommt ihr jetzt nicht auf die Idee, nach Hause zu fliegen. Bei ihren bescheidenen Flugkünsten, da wäre Laufen um einiges besser. So, na dann will ich mal nach Hause fliegen. Los, mein Besen, ab in die Lüfte. Hallo, hallo, hallo. Was soll das denn? Hier einfach andere Leute anfliegen. Also Zustände sind das. Und dann noch am helllichten Tage, wo anständige Leute wie ich schlafen wollen. Ja, von wegen keine Panik auf der Titanic. Ich lande! Aua! Hilfe! Emergency! Polizei! Oder was sonst noch da ist! Ach, Dragon, jetzt übertreib nicht! Ich bin's doch nur! Die Walpurgia! Meine Güte, Walpurgia! Sag mal, hat man dich zu hart mit dem Hammerbeutel gepudert oder was ist los? Wieso? Ich bin doch astrein geflogen! Ja, gegen's Fliegen sag ich ja auch nix! Aber deine Landung, die war saumäßig. Jetzt lur dir doch mal das Loch in der Decke an. Was sollen wir denn jetzt machen? Und schau mal, wie das hier aussieht. Ja, es tut mir ja leid. Ja, ey. Mist, ey. Alles Mist. So, jetzt schau dir erstmal das Loch in der Decke an. Also, das geht doch so nicht weiter. Du, aber guck mal hier, mein Besen. Mein Flugbesen. Wie? Oha. Schau, der ist hinüber, wa? Also mit dem kannst du nicht mehr fliegen. Der taucht zu gar nichts mehr. Außer vielleicht ein Zahnstocher für Krokodile. Aber sonst kannst du den vergessen. Der taucht nichts mehr. Der soll ja auch nicht tauchen, der soll fliegen. Ach Mensch, du weißt doch, wie ich das meine. Beim Klabautermann. So, und wer oder wie soll das hier alles aufgeräumt werden? Ja, ich kann ja hexen. Und das Loch in der Decke, das hexe ich auch wieder zu, ja? Nee, du. Lass mal das mit deiner Hexerei. Das bringt nur Unglück. Obwohl, hier mit deiner Hexkraft aufräumen, das wäre in Ordnung. Ja gut, dann mach ich das. Tja, dann tu man Tau, ja? Ja, ich bin ja schon dabei. So, Hex, Hex und Hux. Ja, also jetzt sieht das ja wohl mal um einiges besser aus, wa? So, und jetzt schauen wir mal weiter. Genau. Schauen wir uns mal meinen Besen an. Wie soll ich denn damit noch fliegen? Das geht doch nicht. Mann, ich bin wirklich schlecht im Hexen geworden. Was machen wir denn da jetzt, Dragon? Ja, ich wollte dann eigentlich schon längst gesagt haben, aber ich fand noch nicht die richtige Zeit dafür. Was denn? Was liegt dir auf der Seele? Jean-Lou, ich hab dich beim Hexen gemeldet. Was hast du? Kannst du mal ein bisschen deutlicher reden? Ich hab dich beim Hexeninternat angemeldet. Bitte nochmal? Mensch, ich hab dich beim Hexeninternat angemeldet. Was? Du mich? Ja. Du. Du hast wohl vergessen, wie alt ich bin. Und dann noch ins Hexeninternat? Tja, ach, das macht nichts. Die nehmen dich. Bist du dir da sicher? Ja, freilich bin ich mir da sicher. Hauptsache, du kannst dann auch wieder vernünftig hexen. Na, also ich bin mir nicht ganz sicher. Und wie sollen wir da hinkommen? So ganz ohne Flugbesen? Moment. Wieso wir? Ja, glaubst du, ich lass dich hier alleine? Da hast du dich aber geschnitten. Du kommst mit. Ach, Mist, ey. Verdammt. Tja, aber, das ist natürlich ein Problem. Ja, du könntest uns doch dahin fliegen. Was hältst du davon? Moment.
soll uns dahin fliegen? Du vergisst wohl, dass mein Vorbesitzer, bevor ich zu dir gekommen bin, mir die Flügel gestutzt hat. Ja, aber da gibt's doch ein Allheilmittel gegen. Aha, und was? Ja, überleg doch mal. Ja, also da bin ich jetzt gespannt. Ja, das kannst du auch. Ja, denn überleg doch mal. Guck dir hier mal meine Flügelchen an. Selbst ein Schmetterling kann besser fliegen als ich. Ich kann ja mit den verkuppelten Flügeln nur ein bisschen herumflattern. Herumflattern wie ein kleines Hühnchen. Also, wie sollen wir dann um alles in der Welt dorthin fliegen mit meiner Kraft? Das ist unmöglich. Ist genauso unmöglich wie jetzt deine Hexkräfte. Die sind nämlich auch unmöglich. Also, was hast du vor? Wie soll dein Plan aufgehen? Ganz einfach, mit der Flugsalbe hier. Na, gute Idee? Was? Mit der Oldrix-Pampe soll ich mich einschmieren? Nein, mit der schmiere ich dich ein. Ach, Menno. Beim Klabautermann. Naja, wenn's nicht anders geht. Du, aber wer soll denn so lange hier auf unsere Drecksbude aufpassen? Ey, jetzt werd nicht ausfallend. Aber du hast recht. Jemand muss auf unsere Hütte aufpassen. Ganz genau. Und wer soll das machen? Dann bleib ich doch hier. Nee, du. Ich frag die Rabia. Die passt bestimmt gerne für ein paar Tage hier auf unsere Hütte auf, während wir weg sind. Naja gut, dann geh du sie mal fragen und ich bleib hier. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Tja, also, das kann ja was werden, wa? Also tut das wirklich Not, dass ich mitkomme? Aber wer weiß, was Walpurgia sonst noch anstellt, wenn ich nicht mitkomme. Schau, dann komme ich lieber doch mit. Mann. Ja, also das wird ein Abenteuer, das sag ich euch. Und gleich morgen soll's ja auch schon losgehen. Das weiß die Rabia, die Walpurgia zwar noch nicht, aber das sag ich ihr gleich noch, wenn sie wiederkommt. So, aber wenn jetzt keiner mehr in der Hexenküche ist, dann kann ich ja auch den Ofen ausmachen. Dann ist der Ofen im wahrsten Sinne des Wortes aus. So. Na, dann bin ich mal gespannt auf morgen, nicht? Rabia! Rabia, meine Lieblingsfreundin! Moment! Immer wenn du so nett bist, gibt es ein Problem. Was gibt es denn, Walpurgia? Ich hab gedacht, wir sehen uns erst morgen. Dass wir uns wieder so schnell sehen, damit hab ich nicht gerechnet. Du, mit morgen kannst du vergessen. Da ist nichts mit Kuchenbacken. Wieso nicht? Ja, es geht für mich und Dragon ins Hexeninternat. Wie? Ist Dragon so schlecht im Hexen geworden? Nee, er nicht, aber ich. Ach Gott, du? Ins Hexeninternat? Ja, und könntest du vielleicht so nett sein und ein paar Tage auf unser Hexenhaus aufpassen? Ja klar, das ist kein Problem. Mensch, du Ärmste. Ja, dann mal alles Gute, ne? Und schreib mal vielleicht eine Karte oder so, falls es länger dauern sollte. Ja, ich schicke dir dann eine Nachricht über die Kristallkugel. Das geht besser. Okay, tschüss dann. Mann. Ha. Also Walpurgia und nochmal ins Hexeninternat. Ha. Ja, da tun sich vielleicht Welten auf. Selbst für mich alte Wetterhexe. Was habe ich da gerade gehört? Walpurgia soll nochmal ins Hexeninternat? Ja, das sind hier vielleicht Zustände. Und dann noch am helllichten Tag, wo anständige Leute wie ich schlafen wollen. Na, also dann flieg ich auch mal zum Hexeninternat. Um zu schauen, wie die Geschichte sich so weiterentwickelt, ne? Tja, dann mal Johnny Controlletti, alles easy.
Aua! Aua, Mensch! Oh, Entschuldigung, ich habe dich zu Hause wohl nicht ausreichend genug mit der Flugsalbe eingeschmiert. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Beim nächsten Mal wird's besser. Ja, von wegen. Ich lass doch nicht nochmal zu, dass du mich mit der Dreckspappe einschmierst. Du, wo sind wir eigentlich? Eine gute Frage. Also irgendwo in der Nähe vom Hexeninternat. Und da bist du dir sicher? Ja, sicher bin ich mir sicher. Da tut doch Not. Wir werden's schon finden. Ja, das hoffe ich. Tja, hättest du mich besser mit der Flugsalbe eingeschmiert, müssten wir den Weg nicht laufen. Naja, ist ja jetzt auch egal. Genau. Wir können eh nichts mehr dran ändern. Na, dann komm mal weiter. Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Ja, da bin ich mal gespannt. Schau mal, wir sind auf der richtigen Spur. Wie kommst du darauf? Ja, schau doch mal. Weißt du, was das hier ist? Nee, was denn? Das ist Werwolfsfell. Werwolfsfell? Genau. Ja, dann sind wir ja doch richtig. Ja, sag ich doch. 5 Minuten, wenn es hochkommt. Ah ja. Das hast du auch schon mal gesagt. Und dann waren wir noch 3 Stunden unterwegs. Hey. Ha, aber diesmal nicht. Weil Porgia, da drüben, da ist das Hexeninternat. Aber original, ey, ich sag dir. Da tut Not. Komm. Ja, also Respekt, Dragon. Respekt. Da bin ich ja mal echt stolz auf dich. Tja, ne? Toll, oder? Und da drüben, da ist das Hexeninternat. Was? Das ist doch eine alte Holzhütte. Nein, das sieht nur so aus. Und das ist wirklich das Internat. Warum es so aussieht, weiß ich allerdings selber nicht. Nanu, aber wer kommt denn da drüben? Das ist der Direktor. Ich mach dann mal einen Abgang und schau mich hier mal um. Tschüss an. Ja, das war mir klar. Aha. Wer kommt denn da? Ah! Dich kenne ich doch. Ja, hallo, Herr Direktor. Wie geht's? Ja, ganz gut. Walpurgia, nicht wahr? Ja. Naja, erstmal herzlich willkommen am Hexeninternat. Nun, der Unterricht hat zwar schon vor 2 Tagen begonnen, aber wir kriegen dich noch unter. Ja, wunderbar. Nun, zurzeit ist nicht viel los. Nur ein Zauberer lernt mit dir. Das ist der Jean. Das ist aber ein ganz netter. Der kommt da auch drüben. Ah, wunderbar. Ja, und der wird dir dann hier alles Nötige zeigen und erklären. Ich muss jetzt aber wieder, ne? Ich muss noch Arbeiten korrigieren. Oh, wer ist das denn? Guten Tag. Oh, bonjour, Madame. Walpurgia. Oh, bonjour, Madame Walpurgia. Eine sehr schöne Name haben Sie. Sie sind bestimmt John. Oui. Das ist richtig, n'est-ce pas? Wie ich hörte, du bist neu? Oui, ja. Aha. Darf ich dich dann vielleicht ein klein bisschen rumführen? Oh ja, gerne. Aber nicht verführen. Oui. So, dann würde ich sagen, ich zeig dich die Hexeninternat. Sehr gerne. Och, was für ein Kavalier. Das ist also das Hexeninternat? Oui. Nun, du hast vielleicht gesehen, es sieht aus wie ein Bruchbude. Aber das ist Tarnung. Wenn ihr mal in die Nähe aus Versehen einem Mensch kommt, glaubt ihr, es ist eine ganz normale Holzhütte und geht einfach weiter. Ah, verstehe. Das ist ja mal schlau. Ja, nicht wahr? Wenn die Zauberwelt schon gezwungen ist, sich die Welt mit der Menschenwelt zu teilen, dann ist da nun das Beste. Ich zeig dich dann jetzt mal die Hexeninternat von innen. Okay. Tja, Mensch, was ist das denn für eine Flachpfeife? Tja, ey, aber original. Ich mein, ich hab ja nichts gegen die Franzosen, aber der kommt mir ganz komisch vor. Tja, denn meine Drachennase juckt wie verrückt. Also, der scheint kein guter Umgang für die Walpurgia zu sein. Da sollte ich mal drauf aufpassen.